So, es geht weiter und wir werden jetzt erstmal ein bisschen blubbern, würde ich sagen. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Naja, du brauchst mir jetzt nicht wirklich was davon erzählen, was ich weiß und was nicht. Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ja. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Ja, du hast ja eh nichts tatsächlich zu tun hier. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Okay. Ja, man hat jetzt hier in diesem Spiel so ein bisschen Open-World-Feeling. Das hat man, ja. Das haben sie halt eingebaut. Weil es wohl doch irgendwie, denke ich mal, vielleicht Beschwerden oder vielleicht Vorschläge gab, wie man das lineare Gameplay des ersten Teils hätte besser machen können. Also ich persönlich habe ja nichts dagegen gehabt. Ich meine, ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ich finde auch dieses Spiel eigentlich ziemlich cool. Nur es versucht tatsächlich doch ein bisschen zu sehr wie Fallout rüberzukommen. Deswegen schauen wir mal. So, Kaffeemaschinen. Haha. Ich als leidenschaftlich gerne Kaffeetrinker kann natürlich nur zu gut verstehen, dass wir, wenn wir Kaffee trinken, unsere Gesundheit regenerieren. Yeah! Nice. Wahnsinn. Das tut gut. Oh ja. So, nice. Hätten wir das auch geklärt. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Werkbank. Da können wir unsere Waffen verstärken. Ja, wir sind tatsächlich in The Last of Us gelandet. So. Ihr werdet diese Anspielung noch sehr oft hören. So, jetzt seht ihr zum Beispiel, wir haben Kräuter gesammelt. Das heißt, wir können Spritzen herstellen. Und das machen wir doch auch gleich mal. Pistolenmunition. So, außerdem können wir auch unsere Waffen verstärken mit Waffenteilen. Feuerkraft, Nachlade, Feuerrate. Was kostet denn der Spaß? Okay. Ja, ich kann nichts machen. Doch die Feuer. Ah, okay. Magazinkapazität, Nachlade, Sinkgeschwindigkeit. Wir warten nochmal. Wir warten nochmal. Erstmal. Das sollte erstmal ausreichen. So, bam. Raus hier. Oh my goodness. Ah! It's Tati! Was zum... Wer war das? Alter! Du weißt, wer das war.
Oh, da wollte ich gar nicht raus eigentlich. Yo. Da wollte ich noch nicht raus. So. Das ist auch so eine Sache, was ich nicht verstehe. Ich meine, er weiß doch, wer das ist. Ist da was zum Lesen? Nein. Na gut, dann folgen wir mal. Hooray! Jetzt muss ich kurz gucken. Okay. Oh mein Gott. Was wird uns nur erwarten an diesem Rollstuhl? Ja, setz dich mal rein hier. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Hi. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Oh ja. Tu es. So wie früher. Ja. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe 1400 grünes Gel. Wie viel würde denn... Achso, okay. Gesundheit. Zu viel auf jeden Fall. Kann ich meine Ausdauer erhöhen? Nein. Verwackeln, okay. Schleicher. Okay, wir können tatsächlich noch nicht wirklich viel machen, aber wir können mit ihr quatschen. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie, wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Das stimmt tatsächlich und manchmal bin ich echt froh, dass sich nichts verändert hat. Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Ich verstehe schon, Tati, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Gut, hier gibt's auch wieder diese Schlüssel. Was ich ein bisschen schade finde tatsächlich, das fand ich beim ersten Teil doch besser gelöst, dass man hier nicht wirklich die Möglichkeit eingebaut hat, uns, sag ich mal, großartig mit ihr zu unterhalten oder irgendwas, oder, ich meine, das konnten wir beim ersten Teil ja auch nicht, aber wir haben auch nicht wirklich großartig die Möglichkeit, uns hier zu organisieren oder sonst irgendwas. Aber okay, ist nun mal so. So, gibt's hier was Neues? Sieht nicht so aus. Manchmal gibt's ja auch nämlich neue Informationen, so wie hier zum Beispiel. Weil Baker ist ja dead. Immer an der Front zu kämpfen ist gefährlich. Okay, er labert immer noch das Gleiche. Na gut. Gut, O'Neill haben wir ja auch gefunden. Ja, okay. Alles klar. Gut. Dann. Geht's weiter? Auch bei der Katze sollten wir ab und an vorbeischauen, weil sie gibt uns einen Green Goop. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was es mit dem kleinen Mädchen auf sich hat. So, jetzt muss ich kurz rausfinden, wie ich den Kommunikator nochmal anwende. Ah, okay. Er macht's automatisch. Okay. Mal sehen, ob ich dieses Signal finden kann. Schauen wir mal. Unbekannte Resonanz erfassen. Ja. Ist ziemlich weit weg. Aber das ist meine einzige Spur. Gott, hoffentlich ist es Lenny. So, die haben wir jetzt erstmal angefasst. Das ist schon mal gut. Dann haben wir da hinten noch etwas. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Das muss das Signal sein, das O'Neill erwähnt hat. Naja, ist die Frage, ob eure ach so tolle Bewaffnung euch irgendwas bringt. Okay, das war's, glaube ich.
Nice. So, wir können den ausrüsten. Wow. Wow, es stürmt gerade draußen. Ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Ja, natürlich. Welcome to Silent Hill. Okay. Schaustraße. Tja, das heißt wohl, du bleibst hier, wo du bist, mein Freund. Was zur Hölle? Wenn Union weiter so auseinanderfällt, gibt es bald nichts mehr zu suchen. Ich muss dieses Signal finden. Nice. So, wir haben noch ein drittes Signal gefunden. Jetzt gucken wir mal. Toto Möbius Operative, okay. Ja. Also, man sieht jetzt auch, wenn wir uns hier mal kurz ins Menü wagen, wir haben auch eine Karte. Also, das heißt, wir haben hier doch einiges an, ja, wie man sieht, zu tun. Also, man hat hier doch tatsächlich ein bisschen versucht, das Ganze Open-World-mäßig zu gestalten. Wie gesagt, ich bin tendenziell nicht wirklich dagegen. Es ist nur, ja, was Neues. So, jetzt gucken wir mal. Ersatzteile kriegen wir da. Hüterarmbrust, jawohl, das ist das, was ich möchte. Wir werden jetzt allerdings erstmal zu diesem Möbius Operative gehen. Der ist irgendwo da oben, okay. Ah, da ist schon der erste Schlüssel. Der erste Schlüssel. Nimm ihn. Ah! Nice. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass ich in diesem Let's Play alle Schlüssel finde, weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, wo, wie, was alles hier verstaut ist. Deswegen werden wir uns jetzt einfach ein bisschen hier umglotzen und versuchen, so viel wie möglich zumindest zu cachen. So, was geht hier? Okay. Okay. Oh, was haben wir da? Information. Willkommen in Union-Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadtcharme und modernem Komfort, umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfache Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihre Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Union, schön, dass Sie hier sind. Propaganda, Alter. Propaganda. Was ich mich tatsächlich frage, ich meine, die Stadt ist ja nur im, ja, im Stem, ja. Hat man das tatsächlich so geplant, dass man diese Stadt als Urlaubsort, weiß ich nicht, lukrativ bewirtschaftet? Oder was war der Sinn von dem Ganzen hier? Ich meine, klar, das oberste Ziel kennen wir ja. Sie wollen die Gedanken aller Menschen miteinander verbinden, wo ich immer noch der Meinung bin, dass das keine sehr gute Idee ist. Ich meine, wer will schon denken, was irgendein anderer Spaß denkt? Aber okay. So, Kraut, her damit. Oh, was haben wir da? Ah, eine Schublade mit nichts. Nichts, gar nichts. Okay. Oh, das sieht nice aus. Bisschen Schwarzpulver, nice. Okay, ich glaube, das war's dann tatsächlich auch schon hier drin. Dann wollen wir uns doch mal weiter nach vorne schreiten. Wie gesagt, Gegner kommen hier auch zuhauf. Und wir sind Mülltonnensammler geworden. Und finden leider nichts. Schade. Warum zur Hölle nimmst du es dann eigentlich raus? Okay, da vorne sieht man schon Lappen. Lappen, Lappen. Darf ich hier rein? Okay. Tatsächlich möchte ich mich mit den Lappen eigentlich noch nicht wirklich auseinandersetzen, bis ich meine Armbrust habe. Ah! Aha! Geh da hoch. Das hat sich ja wahnsinnig gelohnt hier. So, ich muss mich irgendwie an diesen Typen vorbeischleichen erst. Oh. Na gut, dass ich den gesehen habe, Alter. Denn der Typ hat eine Axt in der Hand. Und weg mit dir, Alter. Bäm. Ja, auch hier gibt es wieder ein Comeback der tollen, tollen One-Hit-Axt. Nice, ich liebe sie. Gucken, was hier drin geht. Waffenteile, nice. Ah. Aha.
Alles einsammeln, was geht. Sicherungen, okay, ja. Das sind alles Komponenten, die wir brauchen für später. Diese menschlichen Haufen, die lassen wir auch erstmal beiseite. Die sind tatsächlich erst für später interessant. Aber ich habe ein Signal gefunden. Aber das hatte ich doch schon, oder? Das ist die Sidequest. Das ist der tote Möbius Officer und die Mädchenstimme, okay. Achso, der zeigt mir wahrscheinlich nur an, dass ich in der Nähe von der Sidequest bin. Nehme ich an. Gut, wir werden es ja sehen. So, jetzt möchte ich aber tatsächlich mal hier... Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen in Ordnung wieder. Weil ich glaube, ich vielleicht auch denke, dass er etwas zu leise ist momentan. Aber wir werden sehen. So, ich muss an den Typen vorbei. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt mit denen zu kämpfen. Das ist natürlich die beste Idee. Ist hier direkt daran vorbeizuschleichen, ist die andere Frage. Wir verstecken uns mal hier. Okay, weil da hinten ist, glaube ich, nämlich die Armbrust. Ich glaube, irgendein Lappen wird mich gleich sehen. Alter, was stimmt denn bei euch nicht, Jungs? Okay, ich glaube, wir sind safe. Ja, wir sind safe. Schon ewig her, dass ich so eine hatte. Oh, nice. Da haben wir sie wieder, die beste Waffe im Spiel. Meiner Meinung nach. Yes. Yes. Und wir haben, glaube ich, deutlich mehr Möglichkeiten. Was ist jetzt los? Ah, okay. Ha, welch Zufall. Welch Zufall. So, jetzt erstmal die Harpunen hier mitnehmen. Oh, Harpunenbolzen. Yeah, ich liebe sie. Moment. So. Bolzentyp. Wir haben Schockbolzen. Jawohl. Die wir auch gleich einsetzen werden. Und zwar... Dreh dich um! Dreh dich um! Ja, ja. So, und jetzt wäre es nice, wenn vielleicht noch ein oder zwei hierher kommen würden. Anstatt nur der eine. Hello? Nö? Schade. Rah! Rah! Ah ja, okay. Dann eben nur einer. Wieso habe ich denn jetzt den normalen Bolzen ausgerüstet gehabt? Hä? Sie verarschen alle. Bolzentyp. Das, bitte. Benutzen. Ach so. Ha, ich habe vergessen, auf Benutzen zu drücken. Hier bin ich. Gott, bist du blöd, Alter. Yes. Einmal Zwetschge. Jetzt könnte ich tatsächlich versuchen, vielleicht die Typen hierher zu locken. Ah, oh, er hat's, er lebte sogar noch. Hello. Jo, kommt her. Beziehungsweise bist nur du, Fetti. Naja, wenigstens einer. Wenigstens einer weg. Aber er lebt noch. Ah, weg mit dir. Okay, so. Das wäre schon mal das. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendetwas Gescheites herumliegt. Ja, da liegt einer mit Muni. Nice. Werde ich auch gleich mal ausrüsten. Also optisch muss ich sagen, sieht das schon ziemlich geil aus hier. So, weiter geht's. Genug Sightseeing betrieben. Lag da was? Nein. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr 100%, wo alles liegt oder wo überhaupt irgendwas liegt. Ich bitte das zum Entschuldigen. Aber ich denke, wir werden uns ganz ordentlich hier durch das Spiel catchen.
ist schon wieder was, Alter. Was ist denn hier? Das Gelbe. Das ist doch die Mädchenstimme. Moment, hier ist noch irgendwas. Unbekannt, okay. Okay, Pistolenmunition, nice. Ach, der Typ da vorne. Joa, komm her. Ich denke, wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen hier durcharbeiten durch dieses Gebiet. Und einfach mal schauen, was es denn noch so gibt. Weil ich glaube, da oben war der... Ja, der war da oben, ja. Oh, er hat mich gesehen. Ha, hi, Fatty. Fuck. Ja, es geht schon wieder los. Das Gefälle geht wieder los. Und wie es losgeht, Alter. Nämlich verarschen, Alter. Was ich leider auch ziemlich schade finde in dem Spiel, ist, dass wir keine Streichhölzer mehr haben. Mein Gott, war das schon wieder schlecht, Alter. Aber ich sage ja, warum sollte es anders laufen wie im ersten Part, im ersten Teil. Komm her, Alter. Fuck. Wo ist eigentlich meine Axt hin? Oh, ich hab sie noch. Okay. Dann. Einmal. Ins Face, Alter. Ist gut, weil er hat nämlich nochmal eine. So. Weg da. Nice. Na, jetzt gucken wir erstmal, was hier geht. Bam. Oh, da ist irgendwas. Okay. Wie gesagt, auch hier muss ich wieder in das Spiel reinkommen. Das ist... eigentlich ziemlich einfach, dieses Spiel. So, wir haben eine Resonanz. Jetzt gucken wir mal, die Abtrünnigen. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Okay. Das hat mich schon wieder einer gesehen. Ach, da hinten kommt er. Lappen, Alter. Was ist dein Modus operandi, Alter? Gibt's da irgendwas Geiles, oder? Ja, verpiss dich. Ich würde gerne gucken, wie ich diese Referenz hier triggern kann. Muss ich näher dran? Ah, okay. Offenbar waren sie hier. Aber wohin sind sie gegangen? Oh. Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Ihr wisst, ich bin nicht der Beste im Zielen, deswegen lasse ich es lieber erstmal. Yay, liegt green goop. Oh. Gucken, was hier so geht. Ja, ein paar Waffenteile ist ganz nice. Jetzt komm her, Alter. Was halten die aus, Alter? Ich meine, gut, ich sollte vielleicht auch Headshots verteilen, dann würde das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher funktionieren. Die hau ich jetzt gleich mal mit der Axt weg, Alter. Bam! Ach, fick dich, Junge. Ernsthaft? Ja, ich bin schon wieder ein bisschen am Failen, aber macht nichts. Egal. Oh, es hat mich schon wieder einer gesehen. Wir haben jetzt übrigens auch ein Messer, was auch geil ist. Wo? Ach, da.
komm her, put, 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 komm her. Ich hab ne Axt, Alter. Komm her. Fuck! Uah. Alter, wie dumm bin ich denn eigentlich? Hier in your face, Alter. Dann messen wir das Viech halt. Ah! So, ich brauche unbedingt Munition. Nachdem ich schon wieder richtig am Ablosen bin. Lebt das Ding noch? Ich glaube, das war so ein bisschen eine Orientierung an das Ouroboros Virus, oder? Oh, da werden wir... Nein. Da werden wir später erst hingehen. Das ist für jetzt erstmal uninteressant. So, wir gucken jetzt mal auf unsere Map, nachdem wir schon wieder abgelost haben hier. Ich bin so ein Lappen manchmal. So, hier könnten wir Ersatzteile finden, da hinten. Ja, dann gehen wir da doch mal hin. Was haben wir schon zum Verlieren? Ich glaube, jetzt so... Gegnertechnisch dürften wir auf dem Laufenden sein, ja. Sieht gut aus. Ah, da kann man nach oben. Okay, alles klar. Da liegt auch was rum. Oh, meine Ausdauer schon wieder. Meine Ausdauer. Leute. Kann ich da rein? Schade. Ist das der Ort, wo ich denke? Fuck. Ja, das ist der. Okay. Jetzt möchte ich mal kurz gucken. Ich habe ja ein paar Flaschen. Ich meine, in dem Teil ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt, ich sag mal, keine Munition mehr habe, weil wir die Möglichkeit haben, Munition herzustellen. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, jetzt komm her, du Fisch, Alter. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich schnell genug bin. Bevor er sich wieder umdreht, der Fotzkopf. Ist doch nicht wahr, Alter. Ernsthaft? So kann ich's... Oh, Alter. Na dann, ficken wir sie. Ja, komm, chill, Alter. Komm her, du Fotze. Fuck! Alter, wie schlecht bin ich eigentlich, Alter? Aggressives Stück Fotzendreck, Alter. Aber ich glaube, ja, wir können herstellen. So, wie viel Schießpulver haben wir? 48, das heißt, wir können auf jeden Fall mal 10 Muni herstellen. Jo, passt. Was natürlich von Vorteil ist für so einen Noob wie mich. Fuck you, Alter. Fotze. Meine Herrschaften. Ha! Ja, das Fail-Video geht weiter. Das Failing geht weiter. So, was haben wir hier? PG-Munition, okay. Das ist gut, weil wir kriegen hier jetzt die Sniper. Der Lauf ist hinüber. Aber der Rest beziehungsweise ein beschädigtes Präzisionsgewehr. Jo. So. Wir haben irgendwas gefunden, irgendwelche Infos. Gucken wir mal. Möbius kommen nur Ersatzteile. Okay. Die Teile sind im Vorratsschuppen gegenüber von Union Auto Repair. Mhm.
Nordwestlichen Winkel der Stadt, okay. Gut, da können wir also unsere Ersatzteile bekommen. Ist da sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, ist auch so eine Sidequest, also man muss das nicht machen mit der Sniper, aber ich bin ganz ehrlich. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht tun würde. So, ansonsten gibt es ja auch nichts mehr, okay. Dann gucken wir jetzt mal, wo wir als nächstes hin möchten. Wir könnten jetzt den den Interferenzen nachgehen, die Abtrünnigen. Da könnten wir einfach mal die Resonanzpunkte ablegen. Der Ort ist nicht sehr groß, also das muss man natürlich auch sagen. Es sieht alles schon sehr Open-World-lastig hier aus. Aber Union ist jetzt nicht so riesig. Was geiert denn da unten rum, Alter? Wie gesagt, ich bin trotzdem ein Lappen, Alter. Ich faile wieder am laufenden Band. Aber hey, egal. So, was haben wir da? Oh, ein Metallrohr. Ja. Das sind, glaube ich, auch Bauteile. Oder ist das eine Waffe? Hi. Ich störe dich nur ungern beim Frühstück, aber... You must die. Ich habe jetzt gedacht, alle dreht sich auch um. Verrecke, du hässliches Stück Dreck. Habt ihr irgendwas für mich? Außer Goop? Bam. Okay. Ich sollte vorsichtig voranschreiten. Man kann, glaube ich, aus Flaschen auch Molotows herstellen, glaube ich. Aber das geht noch nicht, okay. Ich könnte Schockbolzen herstellen. Eins halt. Wie viele Kräuter habe ich? Drei. Ja, tun wir wenigstens eine Spritze herstellen. Naja, Pistolenmunition, okay. Lassen wir erstmal. Das scheint der Resonanzpunkt zu sein da hinten. Ich bin gerade am Überlegen, was hier nochmal passiert ist. Ob es hier irgendeine Art von Gegner gibt, der mich stressen könnte. Egal, wir gehen ganz gemütlich und ganz gechillt. Okay. Okay. Oh, da liegt wieder einer mit Munition. Nice. Nice so. Sehr gut. Pistolenmunition für einen Noob wie mich. Dann gehen wir mal da rein. Ich hoffe, das ist nicht der Ort, der ich denke, dass er es ist. Oh fuck, ich glaube, das ist der Ort, der ich denke, dass es ist. Was gibt's hier im Badezimmer? Gar nichts. Nicht mein Erste-Hilfe-Set? Ah, doch. Ha. Dachte ich doch. Doch, ich glaube, das ist der Ort. Aha. Ja, müsste er sein. Oh mein Gott. Ach, da geht's wieder raus. Okay. Ist zum Beispiel wieder eine Interferenz. Aber erst werde ich das hier nehmen. Wenn man da runterkommt, oder? Was? Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Im Besucherzentrum? Warum? Ich habe den Überlebenden gesagt, sie sollen sich da verstecken. Ich muss sie erledigen. Solange sie noch ängstliche Bürger sind, wird es einfacher, sie zu töten, bevor sie sich in diese Dinger verwandeln. Guter Plan. Na ja gut, hat aber wahrscheinlich nicht so ganz funktioniert, ne? Oh, was haben wir hier? Oh. Gut, den ganzen Krusch nehmen wir mal mit. Ich habe keine Ahnung, was da unten ist, ehrlich gesagt. Wir gehen mal runter.
Wie gesagt, die nächsten Parts werden wahrscheinlich auch ein bisschen, erstmal ein bisschen Erkundung sein, damit wir uns einfach ein bisschen hier mal umsehen und gucken, was geht. Oh, was haben wir hier? Haltens und das Mark-Arsenal. Okay. Das ist, glaube ich, jetzt auch optional, wenn ich da reingehe. Das werden wir aber im nächsten Part herausfinden, wenn wir hier reingehen. Das sind quasi so Art, ja, Shortcuts, beziehungsweise, ja, Wege, die wir öffnen können. Deswegen sage ich, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Let's Fail The Evil Within. Ciao.